4 Kilometer Stau gibt es aktuell. Die Autobahn 7, Hamburg Richtung Hannover, nach einem Unfall vorhin zwischen Soltau Ost und Soltau Süd, ist da gerade gesperrt wegen Bergungsarbeiten. Also die A7, Hamburg Richtung Hannover, zwischen Soltau Ost und Soltau Süd gesperrt. Die Autobahn 9, Berlin Richtung Halle Leipzig, ist wegen Bauarbeiten gesperrt, und zwar zwischen Halle und Großkugel. 12 Uhr soll es aber geschafft sein, das ist gut für den Rückreiseverkehr, der jetzt am Wochenende erwartet wird. Und die Autobahn 555 Bahn Richtung Köln. Und so eine Spiele, das wird doch in 10 Jahren noch sein, weil ich einfach eine schöne Zeit in Köln hatte. Und ja, ich freue mich einfach, aus der Bahn zu werden. Und ich frage dann auch, und jetzt, wie gesagt, ich habe dann nur 10 Meter Asphalt. Und wir wollen dort dahin fahren und dann bin ich auch noch aufgeregt und das ist meine Aufgabe. Das Auftaktspiel der zweiten Bundesliga am Freitag um 20.30 Uhr. Und zur Basketball-Bundesliga, die neue Saison, wird hier am 20. September eröffnet. Und jetzt ist auch bekannt, wer sich im Auftaktspiel gegenübersteht. Meister Bayern München empfängt mit dem neuen Trainer, dem aktuellen Bundestrainer Gordon Herbert, die Niners aus Chemnitz. Informationen vom Sport waren das von Klares Spiel.